Körpertypen. Aber dann ist ihr scheißegal, sie hat ja das Schild. Mhm. So. Dann können die dann aber. Aber ich befürchte, sonst ein Reiter muss sie wieder nach links schicken. Oder? Wie viel haben wir denn da drüben? Da unten sind die. Mit denen sollte Florida fertig werden. Ich frage, wie viel haben wir da drüben? Du ziehst nach. Wo ist drüben? Da rechts. Zwei. Und weiter oben? Da haben wir noch die Jungs. Okay, aber erstmal sollten wir uns um die Wirbeln kümmern und die anderen kommen nicht so schnell runter. Mhm. Darum ging es mir. Deswegen kannst du die jetzt wieder nach da drüben schicken. Die Reiter müssen halt den links im Weg nehmen. Dann sollten wir Lin und. Also die sollen jetzt wieder nach links zurück. Ja. Die Wirren. Wie weit können die laufen? Okay. Okay. Die drei Reiter können eben kommen. Starschwert. Ja, okay, dann kannst du mit Lin doch den Typen finishen und kannst du Dolo auch verlassen, glaube ich. Wenn ich ja mein selbst hält. Hm. Ja, das reicht. Wurde er zerschlitzt. Aber wahrscheinlich müssen wir sogar mit Elliot finishen. Tor einnehmen, ja, klingt ziemlich gut. Nee, das meine ich nicht. Ich meine den letzten Kampf wahrscheinlich. Hm. Weil speziell auf und so. Also, Junge, wie siehst du aus? Gegen dich ziemlich alt. Hier noch weitere Bandidos. Ja, mit denen sollte er hinterher fertig werden. Ja. Dann bleiben wir über das. Die Wurfbeile. Nein, aber eigentlich müssten wir doch noch legendäre Waffen bekommen. Also, ich weiß zumindest, eigentlich ist das Solkati hier etwas, was Lin kriegt. Okay. Und Atulmas sollte eigentlich für Hector sein. Vielleicht für das letzte Chapter. Das hat ein bisschen schade wäre, aber. Wenn dem so ist, dann kann Lin vielleicht doch finishen. Gut. Da, da, da. Auch gut. So, die wollen jetzt wahrscheinlich mal auf Lin gehen. So kannst du Dose aber mal ein bisschen nach vorne gehen. Erk steht da eigentlich ganz gut. Der Erk vom Berg. So, Florina ist auch schon da am Point. Alles klar. Dann muss ich die Map jetzt verschieben. Und erstmal rennen alle auf ihren Tod zu. Axt! Gegen den Typen mit der Silberaxt. Also der macht 38 Schaden. Also irgendwie. Und weg mit dir! Run von Noxus. Weiteres Level up. Das finde ich gut. So, wir haben Meister, Herrscher und Edelmann. So heißen die Klassen auf Deutsch. Was tut es da? Sterben. What? Sag ich doch. Dummer Mensch. What? Das ist ein Morph, das ist ja nicht mal mehr Mensch. Beats. Face your fears and his highness Oswin for all my Dose. Ach ja. Die ganzen schönen XP für Lindis. Das. Warum machen die das? Ich weiß es nicht. Ich meine, die haben sogar den Waffenvorteil gegen Lin. Hey! Ich bin jemand, der es verstanden hat. Naja, nicht den Waffenvorteil, er hat gar keinen Vorteil. Also er ist Schlitz. Hey, Schlitz. Ja, wenn du schon über Florida sprichst, dann bin ich da drauf. Yay, mehr KP, nice, und Fähigkeit. War da was? So. Florina macht den ersten kaputt,
Obwohl, ich mach das. Naja, Speer hat so wenig Anwendung. Doch, nee, sind wir ganz reich daraus. Schwert reicht leider nicht. Ich meine, ja. Sie hat das Schild. Die Pfeile sind wie sie von normalem Damage und dann hat sie auch nochmal ihre Verteidigung erhöht bekommen. Ja, richtig. Und noch ein Level-Up dazu. Kommt schon, gute Werte. Ja, ja. Doch, kann sie sehen lassen. So. Dorkas will ich gar nicht so weit laufen lassen. Er wird sich hier hinter diesen Hügeln verstecken. Aus Sicherheitsgründen fühlt die Gegner. Ja. So, dann können wir dich Lynn einfach mal mit dem Würmkiller davor schicken. Hat sie noch einen? Ich weiß gar nicht. Ich meine nicht. Ja, aber dann ist sie gleich ohne. Ja, nee. Schick sie einfach vor mit. Keine Ahnung, mit Wodau. Dem Item. Wodau. Ausrüstern. So. Und die Dose kann weiter nach oben. Auf diese Festung drauf. Genau da stellt sie sich hin. Wenn jetzt wieder die ganzen Würen auf ihn gehen, ja, dann kriege ich einen zu viel. Gott. Der Hector kommt an, weißt du, verpasst die große Challenge. Ist der noch weiter? Bei vorbei. Ja, achso, ja, okay. Die Lichtklinge, Silberschwert, Aura und Säuberung. Ist scheißegal, wir haben Hector. Aura und Stärkung, Silberbogen. Ja. Dann, ja, stimmt, der Flügel nach. Ja, schon bewegt, Dorkas soll sich da verstecken. Die können nachziehen, würde ich sagen. Ehrlich gut. Uch. Ja. Wow. Das war so geil, wo sie aus und einfach so in die Backline von den Gegnern. Das sah so geil aus, also ohne Witz. Oh, der hat eine Meisterlanze. Der könnte klicken. Mit 5%. Ja, Modau. Ich sag mal, und wir kritten nicht. Ja. Aber er kann tatsächlich wirklich nicht mehr. Er schon wieder nicht mehr. Gut. Warum haben wir gerade mit dem Silberschwert eine höhere Chance gehabt zu kritten? Obwohl die Chance gar nicht tatsächlich höher gewesen ist. Ja, ich hab keine Ahnung. Eclipse. Du hast keine Trefferchance. Versuch's doch gar nicht erst. Das hat schön gefunkelt. Das ich war's aber auch da gleich oben hin, Mr. Magier. Pieks. Ach komm schon. Egal, alles XP für sie. Ja. Jetzt interessiert mich mal, wenn wir gleich ein Silberschwert aus Rüstung wählen, dann instant kritten, das wäre voll lustig. Dann ist das Modau echt scheiße. Ja. Wir hätten ja auch den Schnitter mitgeben können. Stimmt. Ist egal. Ich meine, Modau ist ja praktisch ein Schnitter. Mhm. Sorry, der macht kaputt. Ich hätte auch gerne, dass sie irgendwann mal halt so ein Stahlschwert oder bessere Schwerter machen. Ja, aber das sind jetzt auch nur noch zwei Chapter. Also ja, das ist nicht, jetzt das lohnt es sich ja nicht mehr. Schließ. Bald ist sie bei der Ruine und Hector ist irgendwann bald da oben. Also irgendwo angekommen. Hector ist bald schon aus dem Bett rausgelaufen. Bin ich hier noch richtig? Hilfe! Anyone! Hol mich ab! So, lass bei denen am besten dann gleich den mit dem Kurzschwert zuerst kaputt machen. Der hat dann nicht gehört. So. Also, sie kommt wahrscheinlich nicht an, oder? Nee. Na gut. Dann. Nimm mal das Silberschwert. Das Wodau hat gerade herzlich wenig gebracht. So, soll unsere Dose schon mal weiter hochlaufen? Richtung Ballin, also kann die uns empfehlen. Okay. Ist ja jetzt beweglich, ne? Glaubt mir keiner. Eine fette Axt in deine Balliste. Was?
One shot. Mein Gott, aus diesem Generalkampf. Diese Rüstung ist ein Clownsmobil. Ist das geil. Lina, stimmt dir dieser dann auch dunkler? Ja, wir müssen uns jetzt halt darauf fokussieren, dass halt auch Lynn noch ein bisschen nachzieht, Hector ein bisschen nachzieht. Im besten Fall vielleicht auch dann noch Eliwood. Stellt euch schon mal auf. Ich sag mal, Dorcas und Oswin, die bekommen halt auch keine EP mehr. Nee. Ich hab halt Angst, dass jetzt der Riddler auf Rad geht. Wir werden es sehen. Falls der... Wenn man Ritter auf Rad geht, kann sich Eliwood um ihn kümmern. Mhm. Was wird passieren? Wir nehmen schon wieder seit fast 5 Stunden auf. Aber wir wollen jetzt halt auch mit der Session alles beenden, haben wir heute schon angekündigt gehabt. Beziehungsweise für euch ja in einem der letzten Videos. Stier. Was willst du denn? Stier. Was ist das? Yay. Noch mehr Stärke für noch mehr Schaden. Yay. Das ist auch eher Stärke, Max. Man versucht nicht zu verzaubern. Jetzt hab ich meine Trefferschuss bei der Dose. Das kann doch nicht wahr sein. Auswind mit so einem genialen Backflip wird das mal nicht getroffen. Stirb. Kriegel, stirb. Aber das Beste war immer noch, unser Zelt hat Dexterity. Warum? Wobei ich das mit dem fucking Zelt keinen Schaden genommen hat, weil er gedodged ist. Wie? Ich weiß es nicht. In der Theorie war ja Dorcas, hebt das Zelt an und läuft einfach kurz ein Stück weiter weg. Oh Gott, ist das herrlich gerade. Nee, das ist Eliwood? Eliwood und sie kann weiter nach oben rechts. Mhm. Da kommt was. Ist was hoch. Es killt ihn nicht. Rapier. Ist schlecht. Nee. Der Langspeer? Nee, dann haben wir es überschwert. Soll er uns über 2 Runden lang angreifen, ist mir doch scheißegal. Außer er kriegt es. Das ist ehrlich, wovon wir reden. Komm, Edelmann. Ach nö. Gesundheit. Gesundheit. Ach, danke schön. So, dann kann danach gucken. Da steht dieser Abracadabra-Type. Kommt da denn noch mehr? Drüben mal noch die Ritter, um die können sie sich kümmern. Stimmt, hier die da. Die da. Florina kann dann in den Tempel unten rein. Versuchen. Turin. Ah! Erzweise. Wer seid ihr? Willst du sie mal? Möchtest du sie mal haben? Möchtest du sie machen? Ihr seid nicht der Erzweise, nicht wahr? Ich entschuldige mich für mein Versehen. Nein, bitte wartet. Wer seid ihr? Ich komme aus Arcadia. Ich wollte mit dem Erzweisen sprechen. Aber er ist nicht hier, oder? Oh, nein, das ist er nicht. Ich verstehe. Braucht ihr dies? Hm? Es ist ein Talisman. Wir wollen, dass ihr alle euer Bestes gebt. Für die Zukunft. Bitte, verliert nicht. Ist das Licht stark genug, kann es die Dunkelheit vertreiben. Verschwunden? Sie ist einfach verschwunden. Und dann dort. Großartig. Velus, denk dies. So. Ja gut. Dann ist Floridas Job erstmal getan. Also soll sie sich weiter hier nach oben drehen? Nee, die wollen wir hinlassen. Oder nicht? Ja, dann sucht sie erstmal Schutz hier auf diesem Weg. Der sieht gemütlich aus. Gut. Lindes wurde bewegt. Die Dose kann
weiter nach oben, um den Typen gleich kaputt zu machen und den Tempel zu besuchen. Ja, genau. Strasdi. Guten Tag. Ja, Primus Tibirbult. So, Aura, du irgendjemand anderen, aber geh mir nicht auf den Sack. So, den soll Eliwood machen. Hector kann sich wieder bewegen. Marathon Hector! Na. Hector! Das wär's. Die Dosenfraktion. Die kommt. Army auf Blech. Oh nein, er versucht es wieder. Mit 0% Trefferwahrscheinlichkeit. Ich muss gucken, wie viele andere du bist. Du bist tausendmal geiler als diese ganzen, wie hießen diese Handyanbieter damals doch so? Jetzt für nur 1 Euro. So. Das war genauso fishy wie den Sonnengriff, ey. Hey, Hector wird angegriffen. Hey, vorbei. Hallo, Hector. Hector, verdammte Angst! Hey! Ellie Wooden, meine ich! Ja, genau, Ellie Wooden. Ellie Wooden! Ich glaube, den du weißt, war Woody Allen, aber das ist die andere. Das war ein anderer Typ! So, Lynn so weit vor, wie sie vorlaufen kann. Weil. Die Dosen werden sich für dich geschwindigkeit auf uns zu teleportieren. Das passt. Warten wir. So, Ruine. Dose. Gut, und Bock. Keiner? Hm? Was ist das? Sezitanei. Seth, du bist da! Warum? Erhöht die Ausweichrate eines Verbündeten. Uiuiui. Ja, okay. Ab to the Melinus. Hector! Mit dem Anti-Mage-Spray, wa? Das Anti-Eis-Spray. Immer noch einer der geilsten Erfindungen bei Batman. Und ehrlich gesagt, ich vermisse die 60er. Oh, Scheiß, weißt du? Und diese Generation sagt heutzutage, und früher war alles besser. Aha. Ich vergleiche mal Dark Knight mit 60er Jahre Batman-Shit. Ja, lass die jetzt einfach auf Lynn zukommen, wa? Kannst höchstens die Heilerin nochmal hochschicken, dass sie Lynn dann noch schön gegenhielen kann. Ja. Die werden sich alle so langsam bewegen. Dorcas, der kann da, keine Ahnung, Kartoffeln anbauen oder so. Also der Grund, weshalb ich das mit Lynn beenden möchte, das kann ich ja auch schon mal sagen, ist, weil ich ihre Quote kenne, die sie sagen wird, und ich finde, das ist einfach auch nochmal so ein schöner Abschluss zu diesem Let's Play. Und natürlich spielt es halt auch eine Rolle, dass ich den mag, so, da bin ich gar nicht denied, ne? Ich frage mich, die haben alle keine Trefferchance. Oh Gott. Das hat auf jeden Fall ein Ding. Oh, da oben kommt was. Hector, du bekommst Arbeit. Guck mal. Aber erstmal besuchen. Fliegende Brathütchen, ja. Warte mal, das ist ein Item. Und Wurfball, weil ich nicht weiß, ob die Langspeere haben oder so. Richtig, also. Ach, du schon wieder? Was für ein Lärm. Ich dachte, ich könnte hier auf der Insel des Grauens den Schlachten entfliehen. Nein, ich habe kein Interesse, den Grund eures Kampfes zu erfahren. Ich suche nur nach Ruhe. Wenn euch zu helfen bedeutet, dass ich sie finden werde, so werde ich euch gerne meine Macht zur Verfügung stellen. Nicht, dass ich in der Schlacht von großem Nutzen wäre. Renan. Kreatur und Automobil. Okay, mein Freund. Hector hat einen persönlichen Eindruck bekommen. Er hat Göttlichkeit, Stärkung und eine Lichtruhe. Ja, und jetzt verpisst er sich, damit er nicht direkt angegriffen wird. Radius. Okay, die werden ihn wahrscheinlich angreifen. Höchstwahrscheinlich. Außer. Nee. Das ging ja nur bei Awakening. Nach rechts könnte er ausweichen. Aber rechts sind nur Bogenschütze. Er sollte das überleben. So, wenn der Bogenschütze überhaupt auf ihn zukommt. Obwohl er wird möglicherweise in die Balliste steigen. Oder scheiß drauf. So. Lehn dir so. Mach mal den Typen da kaputt. Silberschwert.
Ja, killt ihn. Ja. Nehmen wir ihn raus, den Typ mit dem Meisterbogen. Das lässt sie sich die zweimal folgen. Sehr, sehr schön. Oh ja. Das stimmt. So, die Jungs können ja nicht warten. Ja. Lollywood. Ich meine, was will der Typ machen? Uns vielleicht mal treffen? Ich bin mal so nett. Hi. Okay. Ach, das ist eine Pflege von 8. Mach, wir haben noch genug Pflege auf Lager. Halleluja! Genieße diesen Luxus, Woody Allen. Ja, das ist der Stop. gut, Hector konnte ja nicht mehr. Florina soll einfach warten. Hector ist so ganz Berko. Ich halte nicht mehr. Aber Pause. Wir sind in der Ruine hier im Bett, das wäre schön. Ach man, die Dosenfraktion ist so lahmarschig. Ey, selbst der General. Kommt schon, Jungs. You can do it. Haja! Gut! Kaja! Locker aus dem Handgelenk raus. Wie gesagt, Kreisläufer. Kann ich das die ganze Zeit. Oder meinst du, ist er rechts außen? Er ist bestimmt rechts außen. Kaja. Zack! 1% Leben, ich sorg dafür, dass du mir in keinem Leben mehr auf den Sack gehst. auf der Eckisack. Oh, Level up. Was haben wir nur erschaffen? Dorcas. Warum? Das will uns immer wieder in den Kopf rufen, wenn ich treffen würde. Dann könnte ich 16 Damage machen. Dann könnte ich in 3 Runden vielleicht euren Air killen. Moment, ihr habt noch einen Heiler da. Scheiße. Spawnt mehr für Hector nach. Oh, auch was für Florina. Yay! Sehr schön. Leute zum Spielen. Wen tötet dich zuerst? Dich. Spiel mit mir. Uns! Ja, das ist auch so ein Mädchen, die hat als Kind über ihre Spielsachen direkt kaputt gemacht. Ja. So den Controller von der PlayStation damals schön am Kabel. Das kritische Treffer üben. So. Du gehst im Kampf gegen die Dose. Das wird ihn nicht killen. Meine Kati. Das wird ihn auch nicht killen. Es sei denn, es ist ein Krippe dabei. Ja, rüste das Meine Kati aus zur Sicherheit. Na gut. Komm ja. Eins. Der Kerl muss da auch irgendwie treffen, um mir gefährlich werden zu können. Aber er wird Lin nicht gefährlich. Der möchte gerne Sinanju, weil mit 1% Trefferchance ist das. Ja, ich sag mal, er hat sich unvorteilhaft hingestellt, nämlich mitten im Wald. So der natürliche Zuhause der Dame von Sakai. Ja. Hier kann ich nicht lang, weil ich Scheiße sehe. Ja, lass ihn doch da stehen. Er ist doch Max Level. Ja. Lauf rüber, Hector sammelt ihn ein. Oder so. Das geht auch. Warte, was war Stärkung? Ich glaube, ich habe etwas falsch gemacht, oder? Stärke ich nicht damit Verbündete? War im Radius? Er war eigentlich im Radius. Er hat keinen Zustand. Hast du es auf dich gecastet? Anstelle auf als Wanderung. Ah, in der Nähe, ach du Scheiße. Yo, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre ein Buff und kein. Wir haben uns halt einfach mal gezaubert. Ja, abracadabra. Ich zaubere jetzt meinen Freund weg. Zack. Hector, ihr seid der Magier geworden? Ja. Das muss ich dabei umdrücken. Ich weiß es. Ich glaube, mir so dunkel wie diese Magie, das willst du nie wissen. Lin ist vorbereitet. Bei guter Gesundheit
Das ist nicht dein Ernst. Och Mann, ihr Dosen. Nein, sie greifen mich an. Kein Schaden. Doch, weißt du, bist du so kurz davor, das Level zu beenden und so im letzten Zug auf einmal so 20 Einheiten um mehr in das Zelt herum. Ah! Lass mich sterben. Nosferatu. Was tust du denn da? Also mit Eclipse trifft er nicht. Mit Nosferatu trifft er nicht. Ganz ehrlich, Phantomon, du bist im falschen Spiel. Geh zurück nach Digimon. Oh, herrlich. Da sind wieder welche da gespawnt. So viele neue Freunde zum Spiel. Das heißt, rüst dir doch einfach mal einen Speer aus. Also hier einen Langspeer. Also den Speer haben wir ja mit dabei. Ja. Du warst der Letzte. Hey, hello, du bei Little Friend. Du warst der Letzte, der mich angreifen wollte. Jetzt stirbst du. Aber Hector gerade mit diesem 1% Leben Wurm gekrittet. Sorge dafür, dass du mir auch längst ein Leben auf dem Sack bist. So machen wir hier jetzt erstmal die Magier damit kaputt. Würde ich auch sagen, so. Ich würde sagen, das war du, würde ich jetzt verbrauchen. Wir haben jetzt noch 5 ja. Anwendungen. Oder soll ich erstmal mit dem Silber spielen? Nee, macht er wohl da auch schon kaputt. So. Und zerschließen wir dich. Gut. Ablakala. Du stehst direkt vor ihr. Wo ist sie hin? Okay, jetzt kann ich verstehen, dass er das fragt. Wobei ich jetzt gerade das Mädchen nicht verstehe, weshalb sie jetzt krittet und erstmal noch eine Anwendung verschwendet. Achso, sie wollte ein Buch lesen. Großartig, schick mir es, Medius. Er kann es lesen. Ich will es nicht. Er pennt doch sowieso. Ah, gut. Die Bett. Angriff. Axt. Vernichtung! Puss! Der natürliche Feind eines jeden Pegasi. Ein axtschwingender Idiot. Der Hexlor. Also, auch alles in mir. Komm, Mädchen, bitte nochmal. Dankeschön. Das ist Eis. Viel schön. Ach, ich bin das Herz an, liebst du. Dit ist er. Neben. Ich habe noch weniger Anwendung auf mein Schwert. Ich kritte mal lieber. Erstmal kritten. Aufstehen, kritten. Schwert ziehen, kritten. Bruder. Siehst du, sie hat immer noch eine Jetzt hat sie das war die Karte. Das ist auch nicht besser für die Gegner. Erstmal kritten. Sag ich mal. Also, Lin war sozusagen der erste Recyclinghof in der Geschichte. Gut. Verdammte Poserin. Obwohl, ja, Hector Dorka. Hector muss halt nicht kritten, um zu töten. Jetzt verurteilt doch nicht das arme Mädchen dafür. Gut. Ich glaube, er hat gerade gekrittet. Ich konnte es gerade nicht erkennen. Oder?